Yo, liebe Leute, heute zeige ich euch den 3D Pop-Out-Effekt. Yo, dieser Effekt wird zum größten Teil durch die Illusion erzeugt, dass dieses Bild hier nur so groß ist, wie es ist, wenn es doch eigentlich viel größer ist. Das kannst du nicht nur mit diesen schwarzen Bars machen, das kannst du auch mit weißen Bars machen oder mit Instagram-Posts, die du dir gescreenshottet hast und jetzt in 5:4 Format hochlädst, was du bei Instagram ohne Probleme machen kannst. Es gibt zwei Arten, diesen Effekt durchzuführen. Die erste ist relativ einfach und spart dir eine Menge Zeit. Das heißt, falls du schon weißt, dass du diesen Effekt durchführen willst, dann hol dir einen Greenscreen und einen Tisch, stell dich vor dem Greenscreen und dann kannst du einfach über den Greenscreen hinaus drüber raken und irgendwas machen. Und im Nachhinein musst du einfach nur in Fusion gehen, einen Delta Key draufziehen, die grüne Farbe klicken und fertig ist der Lack. Schon hast du deinen Effekt. Jetzt musst du bloß noch das Bild drunter legen, so dass du halt drüber reichst. Fertig. Und falls du noch mehr zu Greenscreen wissen willst, ich habe dir da oben einen Link gelassen. Die zweite Variante geht mit allem und du brauchst auch gar keinen Greenscreen dafür, aber sie ist zeitaufwendiger. Und zwar musst du in DaVinci Resolve Masken ziehen. Und zwar in DaVinci Resolve nimmst du dir entweder die weißen oder die schwarzen Balken, die ich dir als Preset unten in der Beschreibung verlinkt habe, und tust den Footage nochmal duplizieren, indem du Alt gedrückt hältst und nach oben ziehst. Hier in der Color Page klickst du zuerst mit Rechtsklick auf Add Alpha Out und verbindest den blauen Pfeil damit. Anschließend klickst du auf den Maskenbereich und wählst dir dein Tool aus, mit dem du jetzt einmal um den Bereich rumgehst, der aus dem Bild herausschauen soll. Achte bei der Maske auf jeden Fall darauf, dass sie vor allem genau ist und ein bisschen weich, damit es nicht so auffällt, dass da ein harter Cut ist. Das machst du, indem du mit Softness und Inside spielst. Da sich deine Maske höchstwahrscheinlich noch verändern wird oder mitbewegen wird, klicken wir auf Tracker. Das macht, dass das Ganze automatisch nachverfolgt wird. Jetzt möchtest du da unbedingt auf Frame klicken, weil Frame automatisch die Keyframes setzt, die du oben in der Leiste siehst. Und jetzt analysiert DaVinci Resolve deine Maske und versucht sie nachzuverfolgen. Das ist nicht immer 100% akkurat, aber das können wir leicht beheben. Wenn du mit dem Track nach hinten fertig bist, möchtest du auch Track Reverse klicken von dem Keyframe, den du am Anfang getrackt hast. Und du siehst hier in meinem Fall, meine Maske geht ziemlich aus dem Leim. Deswegen werde ich sie am Anfang jetzt quasi nochmal in Form biegen und du siehst, sie geht mit. Aber sie ist hinten auch ein bisschen außer Form, deswegen gehe ich da hinten auch wieder und bessere das nach. Dabei ist der Mode Frame in meinem Fall wichtig, da der Mode Frame Keyframes setzt, immer dann, wenn ich die Maske verändere und sich die Maske nun zwischen den Keyframes hin und her so bewegt. Möchtest du allerdings nur einmal eine Maske verändern über den ganzen Verlauf, dann nimmst du Clip. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Person trackst, die sich sehr schnell bewegt, dann solltest du auf jeden Fall den Mode Frame aktivieren und immer Frame für Frame durchgehen und die Maske verändern. Ja, und damit hätten wir quasi jetzt auch das separiert, was rauskommen soll außerhalb der Black Bars. Und dieses Maskenziehen hilft dir dabei, dich selbst zu klonen. Und wenn du wissen willst, wie man sich selbst klont, dann schau mal hier oben, da habe ich dir einen Link dagelassen zu einem Tutorial, was ich gemacht habe. Okay, kommen wir nochmal ganz kurz zu der Instagram-Variante, die ich vorhin kurz angesprochen habe. Ich habe dir auch unten in den Presets ein Instagram-Template erstellt, was du gerne nutzen kannst. Okay, also folgendes. Du erstellst in DaVinci Resolve eine Timeline mit folgenden Werten. Anschließend ziehst du dieses Title-Template quasi über das, was du hast und machst genau dasselbe wie das, was ich vorher schon erzählt habe. Anschließend musst du das Ganze nur noch rendern und schon hast du den Spaß. Jausa! Viel Spaß beim Hochladen auf Instagram und denk dran, du musst es wirklich in dem 5:4 Format hochladen, weil ansonsten sieht es komisch aus und es wird abgeschnitten. Yo, apropos Instagram, falls du Instagram hast, abonniere auch meinen Instagram-Kanal, weil da mache ich regelmäßig Umfragen und Dinge und beziehe euch mit ein. Yo, aber ansonsten wünsche ich dir erstmal viel Spaß beim nächsten Tutorial. Wir sehen uns, Kameramagier, bis zum nächsten Mal. Ciao!